kann man das denn als Notification-Sound haben? Weißt du, dann heißt es immer so, oh ja, Leute, keine Panik, weißt du? Und dann hörst du sowas und denkst dir so, ja, kein Wunder, dass Leute in Panik verfallen. Holy moly, ey. Dum, dum. Ja. Gott, ja, es muss irgendeinen einfachen Weg geben, Äpfel zu kriegen. Ich meine, ich könnte Äpfel verticken. Das ist so das Einzige, was es gefühlt in rauen Unmengen gibt. Obwohl, ich könnte die auch einfach alle irgendwie kochen. Das Blutmond schon vorbei? Scheint so. Der hält nicht lange. Antino-Institut Heino-Strand. Ich glaube, ich muss zum Institut hoch. Das ist irgendwie ein Bug. Weil das ja beruhigend. Was brüllst du mich an? Gefahr. Brave Kimber spielen besser anderswo. Okay. Die ist immer sofort vorbei. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es einfach nur da, um Mobs zu respawnen. Spiel mit den Laternen verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Gut, der Apfel bleibt dann da hängen. Ich meine, ich könnte einfach die Bäume fällen, ne? Aber, nö. Normalerweise dauert er die ganze Nacht. Hm. Okay. Was steht da? Heiße Feuerschale, Finger weg. Okay. Hallo. Ach du Scheiße. Was ist das? Moin, moin. Guten Abend. Das ist das Heno-Institut für Antikforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Yep. Wenn man nicht lebensmüde ist, dann bleibt man in der Nacht in einer Stadt. Okay. Der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Hi, ich bin der Held, der die Welt retten soll. Und du so? Hi. Oh, was sagst du denn so? Hi. Ich wette, so viele Bücher hast du an einem Ort hast du noch nie gesehen. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Wie viele sind es? Schwer zu sagen. Hm? Was da im Gürtel drin ist? Ist das etwa ein Shika? Ohne Zweifel ein echter Shika-Stein. So ungern ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Das ist faszinierend. Du musst mir sagen, welche Module er besitzt. Ein Stasis-Modul, aha, ein Magnet, oho, Bomben und Kryo. Und was noch, was noch? Das waren alle Module, verstehen. Moment mal, das ist aber kurios. Besitzt der denn nicht die Basismodule? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Oh, ich bin vielleicht ein Esel, jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist... Was? Simon? Und du bist Link, oder? Du kennst mich? Imp hat mir alles erzählt. Sie sagte, wenn je ein Düngling mit einem Shika-Stein hier auftaucht, sollten wir ihm helfen, wo es nur geht. Es sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens... Was? Schlaf des Lebens? Hä? Schlaf des Lebens. Irgendwie habe ich Schlaf des Lebenden erwartet und mein Kopf war lag... Da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktorin... okay. Sie ist die Chefin und nicht du? Sie steht direkt dort. Vicky. Bitte tötet mich. What the fuck?
Er ist also der Assistent. Cool. Übrigens, ich muss dir im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag ein kleines Mädchen aussehen, aber nein, du solltest es aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt darüber. Waste of fucking time! Dann bist du was, wa? Nicht Zimmin ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Katsching! Was? Katschika? Katschika. Katschika. Okay. Sag mal, Link, hast du den Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Dass du jetzt unversehen vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mir irgendwie komisch aus. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Nö. What? Ich bin bestürzt. Meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei hatte ich dich vor 100 Jahren in den Schlaf des Lebens gebracht, als die Verheerung Ganos dich erwischt hatte. Dort habe ich dich in den... Ja, ich weiß, dass du mich in den... Die Dialoge in diesem Spiel machen mich wahnsinnig. Gleich mal notieren, dass die Erinnerungen flöten gehen. Ja, wäre halt gut zu wissen, ne? Tut mir leid, schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort mit diesem zu machen zu müssen. Machen wir es doch so, sag mir einfach, was du wissen willst. Du bist ein Kind? Unverschämtheit. Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfall. Gescheitertes Element oder, naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben, aber nur für die Wissenschaft, nicht lesen. Aber genug davon, zurück zum Thema. Große Rückkehr nach 100 Jahren. Ja, das bin ich. Ja, ich rette Zelda. Mhm. Ja, ich habe mitbekommen, dass meinem Ding die Basismodule fehlen. Mach dich doch bitte... Was, ich muss irgendwelchen Kram für dich erledigen? Nö, eigentlich schon. Interessant, nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur um einen selbst. Gut, dann erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Draußen vor dem Institut ist eine Feuerschale, leider ohne Feuer, also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenborn holen und damit die Feuerschale draußen anzünden? Dann wird das Leichtlichtmodul, dann kannst du fehlende Module wiederherstellen und fertig ist die Laube. Sagen Jungen und Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Nicht wirklich. Blaue Flamme. Das heißt, ich brauche gerade irgendwie Platz. Halt mal, ich nehme mal die Fackel mit. Wir brauchen also da eine blaue Flamme, aha. Und es ist nicht rein zufällig absichtlich hier oben windig oder so. Nein, Quatsch. Als ob das so wäre. So, wo kommt denn die her? Wahrscheinlich irgendwo von da unten. So habe ich zumindest. Ach, von da drüben kommt die. Well, that's gonna be interesting. Das ist ein ziemlich weiter Weg. Auch klar, mit Wasser dazwischen, weil es so lustig ist. Wie auch immer das Schwert reinkommt. Oh mein Gott. Okay, wir spielen also lustiges. Hallo?
Lustiges, wir laufen von Ding zu Ding, ha? Warum muss ich das eigentlich machen? Das könnte jeder Depp machen. Ich sehe im Winter halt schon die Fackel auspusten. Zumindest ist das das, was ich irgendwie im Gefühl habe. Bin ich gerade überhaupt richtig? Achso, klar, ich kann einfach hier hochlaufen. Warum mache ich nochmal die ganzen Zwischenfackeln an? Ich muss doch eigentlich nur nach da oben. Ich meine, das kann nicht schaden. Genau wegen sowas. Ich wusste es. Sobald du auch nur ansatzweise anfangen willst zu sprinten. Nope. It's gone. Super unnötig. Kann ich nicht einfach alles hier so in Brand stecken damit? Brennbaum. Ja, Baum ist immun gegen Brand. Ich spiele zum ersten Mal. Kackspaß, ich hab's noch nie gespielt. Oh, die Dinger zeigen also Teleporter an. Okay. Muss ich damit vielleicht hier hoch oder reicht das, dass ich das Ding da unten angezündet habe? Oh nein, nicht das Ding. Dafür würde ich mir vielleicht eine kaufen. Okay. Ich meine, als die Switch rauskam, habe ich vollkommen verstanden, wenn Leute gesagt haben, nee, hole ich mir nicht, weil das lohnt nicht. Aber inzwischen ist es halt, es gibt so viel für Switch. Es wird halt auch nur besser. Das hier ist halt bisher sehr, sehr open-worldig. Also wirklich, das ist doch kein Zufall. Das ist doch kein Zufall, dass hier ach, da ist eine Eidechse rausgelaufen, okay. Die Musik erinnert mich gerade so sehr an Dings Terraria und Hightech Paddle. Paddle, es ist Pudel, aber nah dran. Okay, vielleicht eine viereckige Bombe drauflegen? Upp.
Okay. Anscheinend nicht. Funktioniert das hier? Weil es ist aktiv, aber ich habe noch mit keinem NPC geredet. Zeit für mehr Time Waste. Vielen Dank, Link. Guck doch mal. Waldstein wurde aktiviert. Das ist nichts Mysteriöses, so funktioniert das normal einmal. Ich habe bisher nur einmal Ausdauer geholt, ja. Weil ich am Anfang nicht das Gefühl hatte, dass Herzen viel wert sind. Und Ausdauer ist halt anfangs extrem nervig. Mein süßer Leichtschein. Okay, calm down. Basismodule deines Shika-Steins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Nein. Das ist albern. Ach so? Interessant. Nach dem Schlaf ist man auch träge und antriebslos. Wenn du deine Meinung änderst, sprich... Oh, wirklich? Ich muss... Oh, mein Gott. Ja, lass mich doch einfach bitte das Spiel spielen und fucking cockblock mich nicht, weil ich was ausgewählt habe, was dir nicht passt. Damn. Was ist das denn? Das ist... Verstehe ich nicht. Ja, ja. Update mein iPad. Fehlende Funktionalität bestätigt. Ist quasi wie ein Factory Reset. Nur anders. Toll, ich kann Fotos machen. Geil. Was ist das? Okay. Fertig, ne? Ist wieder alles aktiv? Dann lass mal sehen. Fotomobil, Handbuch, Album, yep, alles wieder da. Dann legen wir gleich mal los. Schuhe. Dann. Hier. Oh mein Gott. Also Dialoge sind echt ein bisschen zäh. Oh. Neben diesem Foto, dieses Hinreisemäßig, sind ja schon irgendwelche alten Fotos im Album. Okay. Okay, alte Fotos, Veränderungen. Red mal mit Impa drüber. Eine Bitte habe ich noch. Bring mir antike Materialien, gern auch erst nachdem du bei Impa warst. Okay, hier, ich hab so antike Schrauben und so. Ach, du kannst meine Module verbessern. Achsen. Ich glaube, ich hab das alles, oder? Mit C. Oh mein Gott. Ich weiß ja nicht, was die Upgrades machen. Vielleicht mehr Bombenrange? Wäre halt schön, wenn es dann eine Erklärung zu geben würde. Was ändert sich? Nach Dingen suchen,
wie du mit dem Fotomodus aufgenommen hast. Nein. Oh mein Gott, gib mir doch nicht immer wieder das Ding. Okay. Hier antike Materialien. Stasis? Okay, die habe ich nicht. Ich bin also E-Force, bestimmte Sachen zu upgraden, weil ich nur bestimmte Sachen habe. Ich verstehe. Ja gut, dann mache ich halt den Sensor, weil ich ja eh nichts anderes machen kann. Hey, nochmal die elendig lange Cutscene. Oh geil, das heißt ich kann, weil im Moment kann ich ja nur Objekte einfrieren, das heißt ich kann später einfach Mobs einfrieren. Ja, das ist natürlich nice. Klingt ein bisschen broken. Objekte suchen. Der verbesserte Sender findet auch Objekte außer Schreine. Er schlägt aus, wenn du dich in Objekten näherst. Okay. Hast du dann noch mehr für mich hier? Haben wir es dann. Ein Chica-Sensor plus, zeig ihn mir. Oh mein Gott. Ja, ja, ich gehe ja schon. Hier, Sensor, guck ihn dir an. Ich kann damit nach Objekten suchen, die du in deinem Fotoalbum aufgenommen hast. Alles Theorie, probieren geht immer studieren. Also mal sehen. Könntest du zuerst den Glutling hinter dem Institut mit Hilfe des Fotomoduls aufnehmen? Den Glutling? Nein? Ach so, den Pilz, den ich eingesammelt habe und der deshalb nicht mehr da ist. Ich kann dir hin beten. Ich kann die Heugabel fotografieren. Ja gut, ich verstehe, was du willst. Ich mache deine Quest irgendwann mal, wenn ich weiß, was du von mir willst. Oh, ich kann jetzt einfach ein Bild von einem Croc machen. Das ist natürlich nice. Wait. Wo soll ich jetzt überhaupt hin? Was sagt meine Quest? Wenn ich finden würde, wo meine Quest war. War die hier? Ah, hier. Mhm. Frag doch mal Impa. Ach so, zurück zu Impa, hm? Sure. Bin ja gerade nicht erst hier hingelatscht. Ich meine, ich habe halt schon einmal einen Croc gefunden durch Zufall. Also wirklich durch Zufall. Ich habe irgendeinen random Stein aufgehoben und da war einer drunter. Ich meine, wir könnten jetzt mal probieren. Warte mal. Kram abzulaufen. Ich meine, ich muss noch da. Ich könnte einfach hinporten. Da oben drauf ist einer. Kann ich irgendwo anders Dings mein Leben wieder erneuern außer hier? Nee, das war gar nicht hier. Wait, wo war das? Das war bei den komischen Zitadellen der Zeit. Muss ich mal eben suchen gehen. Warum ist die nicht markiert? Ich dachte, die hat einen Spot.
Und wenn ich mich richtig erinnern kann, meinte auch gestern irgendwer, dass da unten irgendwo unten am See irgendwo ein Krog ist. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt scharf darauf, alle Krogs zu sammeln. Alle Schreine vielleicht, weil Schreine sind irgendwie nice. Schreine sind halt nicht so braindead. Außer es gibt irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, so 50% der Schreine sind, I don't know, Dingenskirchenschreine. Einfach nur so Kampfdinger. Okay, das heißt, ich will quasi von dem Ding hier jetzt ein Foto machen, ja? Also von sowas. Das ist kein Foto, das ist markieren. Gott. Ja, dass mir Crocs größere Taschen geben, weiß ich. Ich habe schon einen Taschen-Upgrade für Waffen gehabt, weil ich halt, wie gesagt, durch Zufall einen gefunden habe. Weiß jetzt nicht, ob Waffen das Klügste war, aber hat sich halt so angeboten. Kriege ich die Äpfel eigentlich auch, wenn ich die Bäume fälle? So komme ich auch an Äpfel. Oh nice, hier liegt eine neue Axt. Das heißt, ich kann die alte weglegen. Kann eine neue mitnehmen. Natürlich ist meine Waffentasche voll. Will ich echt irgendwas? Obwohl, ich kann hier so einen Schockdruck werfen. Nein? Was nein? Über den Krog geflogen. Bin ich? Ist da oben einer drin? Interessant. Oh wow, toll. Das hat ja voll gelohnt. Ich meine, da oben kann ich ja wieder hin. Ist ja das geringste Problem. Ich frage mich nur, was ist hier? Warum benutze ich mal die? Was haben wir hier? In den Kreis springen ohne Segel. Okay, let's try this. Wenn ich da wieder hochkomme. Könnte halt ein Weilchen dauern, da wieder hinzukommen. Obwohl es geht. Quasi da rein. Okay. So einfach runterfallen lassen. Basically. Quasi einfach so. Oh, anscheinend. Ja.